Gnadenquelle und Maurussegen. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken, zum Tagesevangelium. Wir hören heute im Evangelium, Jesus sagte, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Als sie zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, stieß einer der Soldaten mit der Lanze in seine Seite. Und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Ja, irrtümlich verkündete ein Philosoph vor 100 Jahren, Gott ist tot, wir haben ihn getötet, ihr und ich, wir alle sind seine Mörder. Ja, Gott ließ sich von uns Menschen in der Person von Jesus töten. Es war unsere Sünde, die ihn getötet hat. Doch in dem Augenblick, als der Soldat mit der Lanze die Seite Jesu durchstieß und Gott den Todesstoß verpasste, entströmte aus der Seite Jesu Blut und Wasser, die Gnadenquelle des göttlichen Lebens, die sich seitdem über die ganze Erde ergießt. Ja, man kann Gott, der das Leben und die Liebe selber ist, nicht töten. Die Liebe Gottes triumphiert am Kreuz und schenkt uns neues Leben. Ja, im Augenblick des Todes Jesu öffnete Gott aus der durchbohrten Seite Jesu die Gnadenquelle der Barmherzigkeit, die uns die Sündenvergebung und neues, ja göttliches Leben anbietet. Und jetzt das große Versprechen, das Jesus der Heiligenschwester Faustine gegeben hat. Es lautet, wenn du für einen Sünder folgendes Gebet mit zerknirschtem Herzen und mit Glauben verrichtest, schenke ich ihm die Gnade der Umkehr. Das Gebet lautet, O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quell der Barmherzigkeit für uns entströmt. Jesus, ich vertraue auf dich. Und jetzt darf ich euch einladen zum Maurussegen am Karfreitag. Preis und Herrlichkeit und Weisheit, Dank und Ehre, Kraft und Stärke unserem Herrn von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Sobald ich stehe auf sicherem Grund, will ich vor allem Volke, Herr, dich preisen. Durch den heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus, zu dem wir rufen, schenke die Gesundheit dir der Glaube, durch den der heilige Maurus mit den folgenden Worten die Kranken heilte. In diesem Glauben spreche ich, obgleich ein unwürdiger Sünder, demütig über dich die nämlichen Gebete. Im Namen der allerheiligsten, unteilbaren Dreieinigkeit, gestützt durch die Verdienste des heiligen Benedikt, werde gesund und stehe heil und gesund und fest auf deinen Füßen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wahrhaftig, unser Leid nahm Jesus auf sich und unsere Schmerzen trug er selbst. Durch sein Erblassen wurden wir geheilt. Er, der der Menschen Missetaten sieht mit gnädigem Blick, er selbst wird unser Leiden heilen. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Lasset uns beten. O Gott, alle Geschöpfe verdanken dir das Leben. Und so beschlossest du, dass zur Wiederherstellung der Menschheit dein einziger Sohn durch die Mitwirkung des Heiligen Geistes Fleisch annehme, aus der Jungfrau Maria, und kamst durch das hochheilige und ruhmreiche Holz des lebensspendenden Kreuzes, dem es uns die Erlösung brachte, den Wunden und Schmerzen unserer Seele zu Hilfe. Wolle daher auch deine Diener und Dienerinnen hier durch die Kraft dieses lebenerhaltenen Zeichens zur früheren Gesundheit zurückführen, durch Christus unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, dem heiligen Benedikt gabst du die Macht, worum in deinem Namen bitte bei dir zu erreichen. Wolle daher auf seine Fürsprache deinen Dienern und Dienerinnen hier,
die Schmerzen der Krankheit vertreiben, auf dass sie die Gesundheit erlangen und deinem heiligen Namen Dank abstatten können, der du lebst und herrschest mit dem Vater und dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch die Anrufung der unbefleckten und immer jungfräulichen Gottesmutter Maria sowie durch die Fürsprache der heiligen Benedikt und Maurus möge die Macht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Kraft des Heiligen Geistes dich von deiner Krankheit befreien. Amen. Wie es Gott gefällt, so geschehe es. Und dir geschehe, wie du bittest und ersehnst, zum Ruhm und zur Ehre des hochheiligen Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf dich und bleibe immer da bei dir. Amen. Und euch noch einen gesegneten Karfreitag.